Hallihallo, liebe Mannschaft, Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde hier auf Skybones. Ich joine gleich mal auf den Server und hoppala, was ist denn das? Ein Bann? Tja, während ich unten gemütlich auf dem Sofa war, saß und Dr. Strange geguckt habe, wurde ich auf Skybones permanent gebannt, wegen eines angeblichen Bugs. Soweit ich gehört habe, war das von Unterstrich sein Fugi, ihr wisst schon, der mich in der Warzone gekillt hat. Ich weiß nicht genau, warum es Leute gibt, die mich deswegen hassen, aber offensichtlich fand er es, oder ja, ich weiß ja nicht genau, ob es derjenige ist, sehr toll, ein Video von mir als Bann Antrag einzureichen, wo ich angeblich Bug-Using betreibe, obwohl ich das nicht tue. Oh, guck mal, 4 Sekunden muss ich jetzt warten, bis ich wieder drauf joinen kann. Egal, ich bin perma gebannt. Und zwar war das Video mit meinem Godsword, wo ich begonnen habe, das zu bauen. Und ich habe da den Sorcerer-Befehl verwendet. Und ich werde jetzt einfach mal kurz eine Live-Übertragung hier machen. Habe ich noch nie getestet, aber wird schon werden. Und zwar zeige ich euch hier einmal kurz das Video. Ich mache mal kurz den Browser ein bisschen kleiner. Dann YouTube zu der Nekromant. Und zwar war das Video mit mein OP-Sword oder sowas. Hier, das OP-Sword. Und als Bann-Antrag wurde hierbei war noch perfekt. Die Minute 6 etwa geschickt. Und das werden wir uns jetzt einfach mal angucken, ja, ein bisschen vorher noch. Und dann erkläre ich euch, dass das kein Bug war, erkläre, wie es gemeint war und will mich natürlich nochmal ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die sich so gut mit Minecraft auskennen und nicht wissen, dass das kein Bug war. Konfetti 6 hätte ich eigentlich schon gern, obwohl, ach komm, egal, ich habe das schon als Buch. So, warum habe ich Blatt? Sorcerer machen. Sorcerer. Denn es gibt hier so einen Trick, dass man irgendwie, also man bekommt zwar die Level abgezogen, aber man hat eigentlich nicht 16 Level, sondern eigentlich viel mehr. Und wenn man jetzt hier Arcane Dust reinpackt, um eine Return Rate von 100 zu bekommen, dann habe ich jetzt hier wieder ein XP-Flashen bekommen irgendwo in meinem. Genau, das ist genau das, was passiert ist und genau so musste es auch sein. Und zwar möchte ich hierzu euch ein kleines Diagramm zeigen von Minecraft Wiki /XP eingegeben und ihr seht hier so ein Diagramm. Und zwar seht ihr hier gesammelte Erfahrung, also gesammelte XP und Level und ihr seht, das steigt exponentiell, das heißt am Anfang brauchst du nur sehr wenig XP und dann brauchst du immer mehr XP. Das heißt, um von Level 39 zu 40 zu kommen, seht ihr, ist der Abschnitt schon so groß wie der Abschnitt von Level 1 zu Level 15, 13, 14 oder sowas. Und genauso ist es halt auch, wenn du Level 122 bist. Das heißt, wenn du Level 122 bist, okay, das kann ich jetzt hier nicht so gut zeigen. Hier seht ihr das nochmal genau. So eine Tabelle. Wenn ihr Level 122 seid, dann habt ihr, sagen wir mal, so etwa 60.000 XP. Wenn ihr jetzt für 60 Level disenchantet, dann werden euch aber nur etwa, warte, hier steht hier Punkte gesamt, 5.300, also noch ein bisschen mehr. Also sagen wir mal so, rund 6.000 XP sind Level 60. Das heißt, euch werden dann 60 Level abgezogen in eurer Hotbar unten. Das sieht aber nur so aus, also in eurer Hotbar werden euch dann 60 Level weniger angezeigt. In Wirklichkeit habt ihr aber noch die, 60.000 minus 6.000 XP. Das heißt, ihr habt immer noch so etwa 54.000 XP. Und wenn ihr jetzt Slash Sorcerer macht und im Slash Sorcerer den Arcane Dust reinpackt, dann bekommt ihr eine Return Rate von 100%. Das heißt, ihr bekommt die kompletten Level, die ihr noch übrig habt, wieder zurück. Das ist keine infinite Levelquelle. Das ist einfach nur
eine normale Minecraft-Vanilla-Funktion, die durch einen Anzeigefehler in der Hotbar möglicherweise wie ein Bug wirkt. Aber wenn man sich zumindest ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und einmal darüber nachdenkt, warum ist das eigentlich so, dann könnte man vielleicht erkennen, dass das sowohl kein Bug als auch kein Bug-Using war, sondern alles genau so geplant. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht noch, warum habe ich 16k abgezogen bekommen und, 16k abgezogen bekommen und in der Flasche sind 3200 drinne, also das Doppelte, kostet halt so etwa 10 XP, 10 Stars pro 1 XP. Das liegt daran, weil diese 16k, beziehungsweise weil dieser Preis 10 für 1 XP gilt für normale Return Rate von 50%. Erhöht man die Return Rate jetzt auf 100%, dann bekommt man da natürlich auch mehr Level raus. Ich hoffe, ich konnte das jetzt verständlich rüberbringen, wie das gemeint war. Wenn ihr es noch nicht verstanden habt, dann schreibe ich das nochmal in die Kommentare so detailliert wie möglich. Schreibt dann einfach mal, ich habe das noch nicht gecheckt. Ansonsten habe ich jetzt schon mal einen Antrag gestellt, einen Entbannungsantrag. Allerdings weiß ich nicht, inwiefern das sehr schnell verarbeitet wird von den Leuten von Skybounce. Vielleicht können da mal ein paar Leute von meiner Community auch mal nachfragen. Das wäre vielleicht ganz cool. Damit es schneller geht, ist ja auch egal, denn also einerseits habe ich noch ein Video jetzt vorproduziert. Das Video wird nochmal kommen. Ich nehme an, so am Freitag bis Samstag, weiß ich noch nicht, wo ich mein Godset weitermache. Wie gesagt, das ist vorproduziert. Oh, jetzt muss ich schon wieder in die Aufnahme gehen. Ist das bescheuert. Und ansonsten hoffe ich, dass ich bis zum Montag der nächsten Woche, das wäre dann Montag der 29. wieder entbannt bin. Ansonsten kann es erstmal keine weiteren Skybounce-Videos geben. Also vielen Dank an die netten Leute, die sich nicht mit Minecraft auskennen. Und wir sehen uns dann irgendwann mal. Bis denne. Ciao, ciao.